Hallo, hier ist Farinurlaub von der besten Band der Welt. Ich habe zwei hergelaufene Penner mitgebracht, Bela und der anderen, wo keiner weiß, wie er heißt. Na okay, er heißt Blau, Gelb, Rot, Orat. Und wir machen jetzt eine Stunde lang total lustige Ansagen und zeigen dabei aber unsere Lieblingsvideoclips nicht, sondern irgendein paar Videoclips, die bei Viva halt im Archiv rumlagen und die sonst keiner zeigt. Und darum eine kleine Weltpremiere. A little premiere worldwide. Of the world. Of the world. From Berlin. Forthcoming Berlin, Brandenburg. Ist das ein Video, keine Ahnung, warum jetzt gerade in der Ärzte-Sendung läuft, von der Gruppe Brett und der Titel heißt Kung Fu Fighting! Da habe ich eine ganz lustige Geschichte zum nächsten Video, und zwar von Henry Rollins, das Video Liar. Dazu folgende Anekdote: Ich war gerade im Hotel auf Tour und guckte gerade den anderen Musiksender aus England, und sah ich dieses Video und war mir gerade am die Zähne putzen. Und dann habe ich vergessen, das auszuspucken, sondern ich habe es geschluckt und vor lauter Lachen, weil ich das so witzig fand. Das ist eine irre Geschichte, ne? Ist ja irre. Dort, ne? Auch genannt der Mann, der wie ein Sack Reis in China umfällt. Ist von Primus und heißt Winona's Big Brown Beaver. Es ist geschrieben von Dave Pirner. Wie er auf den Text kommt, weiß ich nicht. Wir widmen es Soul Asylum. Ein alter Freund von mir hat in den 30er Jahren ein Lied über mich geschrieben. Erich Mielke? Stalin, Josef Stalin. Einer der ganz großen Komponisten unseres Jahrhunderts. Und das Lied trägt den schönen Titel Justa Gigolo. Und das heißt auf Englisch Just a Gigolo. Und hier ist David Lee Roth. Ich werde niemals Videojockey in meinem Leben. Und er spielt das Lied, was ich gerade angesagt habe, dessen Titel mir aber schon wieder entfallen ist. Liebe Zuschauer, jetzt beglückt euch die beste Band der Welt aus Berlin. Aus Berlin, den ist in Brandenburg. Mit der heißesten Band der Welt. Mit der the hottest band in the world, Kiss. Und zwar mit dem Stück Sure Know Something. Sure Know Something. I sure know something, because I know that you will love it. Ja, das sollte meine lange Geschichte dazu sein. Wolltest du noch mehr erzählen? Ja, und zwar von dem Album Dynasty, was einer der verkanntesten Kiss-Alben ist bei den Kiss-Fans. Leider war es damals sehr verpönt. Für mich war es eines der größten, gefolgt von noch einem besseren Album, Unmasked. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Leute, kauft euch diese Platte, die ist Kult. Dieses T-Shirt. John Lennon und Joey Ramone in einer Person sind die Sänger.